witzig, was alles gibt. Also ich könnte eigentlich bei den 120 Kilometern alle 5 Meter stoppen und irgendwas fotografieren oder irgendwas machen, aber das mache ich natürlich jetzt nicht. Aber da habe ich mal kurz angehalten, da war ein kurzer Parkplatz. Ich befinde mich hier kurz vor der Schweizer Grenze. Dachte mir, ich halte ihn mal kurz an. Dann schaue ich mir das ganze Panorama an. Wunderschön, wunderschön! Also die Landstraßen zu fahren, es geht. Ich bin zwischen Österreich und Deutschland immer hin und her gependelt in die Straßen. Ich muss sagen, das ist optimal. Keine Autobahn, siehst viel mehr von der Landschaft. Ich muss sagen, top. Hallo Leute, ich bin hier immer noch in Österreich, bei Dombin bin ich jetzt und da gibt es sehr schöne Wanderwege, da gibt es auch eine Seilbahn, die weiß ich noch nicht, ob ich die heute noch schaffe. Hallo Leute, da geht es wirklich so auf. Ich bin fix und fertig. Mein Puls ist bestimmt auf 300. Auf jeden Fall Wahnsinn.
Genau, und jetzt machen wir eine kurze Information über den Wanderweg. Das zeige ich euch in kurze Abschnitte, wie der heißt, wo man da am besten parken kann. So, ich bin jetzt mal hinter der Kamera, dann zeige ich euch mal den Wanderweg von Turbin. Das ist Turbin. Dann gehen wir da weiter rein. Dann gibt es hier einen Campingplatz, den würde ich aber nicht empfehlen. Und zwar den Camping Turbin, da kostet 36 Euro die Nacht. Ja, dann kommst du an. Wenn du ja reisen tust, kommst du an, dann ist deine Toilette ja mit Sicherheit eh nicht voll, weil die sagen zu dir, ja, du kannst Toilette entleeren und Wasser, Frischwasser, Abwasser, die Stationen sind ja vorhanden. Aber wenn du ankommst und übernachtest ja nur eine Nacht, dann ist ja eh alles leer und alles voll, auf Deutsch gesagt. Dann 36 Euro, das ist natürlich schon happig, aber es ist nicht schlecht. Es ist ruhig hier Lage, das ist außerhalb. Es ist nicht schlecht, wo es am besten ist. Und zwar der Wanderweg, was ich gelaufen bin. Das ist der Rappelloch-Schlucht sozusagen. Sieht man das? Ah, hier sind wir, ja. Also das ist Parkplatz 1 und das ist Parkplatz 2 hier. Und hier habe ich geparkt. Hier ist der Automat. Da zahlst du 6 Euro den ganzen Tag. Dann stellst du dich dahin oder dahin. Gibt auch da hinten gibt es auch noch mal Parkplätze, und zwar hier gibt es nochmal zwei, und dann kannst du hier, da ist der große Mammutbaum, der, was auch im Video zu sehen ist, der ist ziemlich, der ist sehr groß, also so einen großen Baum habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Und dann geht der Wanderweg, startet ab hier. Genau, also ich habe aber mein Handy, also meine Uhr, habe ich das mal dran gedacht, ich habe es eingeschalten, aber erst viel zu spät. Das sind ungefähr so 4 Kilometer. Da geht es rauf und runter. Ja. Also es ist nicht nur alles eben. Und da sieht man praktisch, wie der Weg gelaufen ist. So bin ich gelaufen. Genau. Da sieht man da Startpunkt. So ist der Weg. So bin ich dann gelaufen. Dann so rum. Das ist der Rappelschlucht. Und da ist doch irgendwo... Genau, das wollte ich. Maximale Herzfrequenz war 144. Maximale Geschwindigkeit, es ist nicht schlecht. Man zeigt halt alles an,